Liebe Freundinnen und Freunde, eines vorweg. Die Impfung ist der beste und sicherste Weg aus dieser Pandemie. Davon bin ich persönlich überzeugt und die Fakten lassen auch keinen Zweifel daran. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, im Bundesrat gegen das Impfpflichtgesetz zu stimmen. Warum? Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht und möchte meine Gründe dafür euch erklären. Aus meiner Sicht hätte die Impfpflicht eine Ultima Ratio sein müssen, also das letzte Mittel auf dem Weg zum Ziel einer sicheren Immunisierung der Bevölkerung. Die Möglichkeiten zur Aufklärung, zum Beispiel mit verpflichtenden Beratungsgesprächen, sind nie ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Belohnung vor Strafen, die Möglichkeiten, über positive Anreize zu einer höheren Impfquote zu kommen, wurden nicht ausgeschöpft. Im Gegenteil. Gute und richtige Vorschläge von uns als SPÖ, wie beispielsweise der Impf-500er, sind von der Bundesregierung vom Tisch gewischt worden. Jetzt aber parallel zur Impfpflicht Gutscheine zu verlosen, ist irgendwie schräg. Die Menschen werden nun mit Geld dafür belohnt, dass sie sich an die Gesetze halten. Ich bin davon überzeugt, dass man über die Impfpflicht reden kann, dass es gute Argumente dagegen, aber auch gute Argumente dafür gibt. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass ein so sensibles und polarisierendes Gesetz gut gemacht sein muss. Meine Kritik an diesem Impfpflichtgesetz ist, dass es sich dabei um handwerklichen Pfusch handelt. Ein Gesetz, das von so vielen Expertinnen und Experten kritisiert worden ist, höchstwahrscheinlich verfassungswidrig ist und als undurchführbar gilt, weil bei Polizei und Justiz die Personalressourcen fehlen, wird seinem Anspruch nicht gerecht. Darum habe ich mich vor einigen Wochen für eine Verschiebung ausgesprochen. Zeitdruck hätte es zum ersten Mal in dieser Pandemie keinen gegeben. Denn gegen die aktuelle Omikron-Welle kommt das Gesetz ohnehin zu spät. Ich wäre dafür gewesen, die Lage neu zu bewerten und das Gesetz zurück an den Staat zu schicken. Wenn schon die Impfpflicht, dann bitte kontrollierbar, umsetzbar und so, dass die Rechtssicherheit für Ungeimpfte am Arbeitsplatz nicht nur eine Willenserklärung, sondern im Gesetz geregelt ist. Wenn schon Impfpflicht, dann bitte so, dass dreifach Geimpfte nach Ablauf ihres Impfstatus nicht ebenfalls strafbar sind. Und wenn schon Impfpflicht, dann bitte so, dass dieses Gesetz möglichst viel und nicht, wie jetzt der Fall, möglichst wenig regelt. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, gegen dieses Gesetz zu stimmen. Umso mehr möchte ich die Gelegenheit nutzen und allen Menschen, die skeptisch, verunsichert oder sogar ängstlich sind, zu ermutigen. Klärt bitte alle Risiken ab, sprecht mit eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin und entscheidet dann. Uns allen wünsche ich, begegnen wir einander mit Empathie, Verständnis und lassen wir uns von nichts auf dieser Welt auseinandertreiben.